Willkommen in der HDI Arena, willkommen zu dieser heutigen Begegnung, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Frank Buschmann haben auf der Kommentatorentribüne Platz genommen. Wir sind bereit und ich bin sicher, Sie daheim sind es auch. Alle fiebern diesem Spiel entgegen. Das könnte ein Highlight werden, Wolf. Alles drin, alles dabei. Super, dass wir uns hierfür entschieden haben. So tritt der Gastgeber in dieser heutigen Partie an. Sie wählen ein konventionelles 4-4-2. Dürfte von Ihrer Seite also ein ziemlich offensives Spiel werden? Also auf dem Papier. Wir gucken, wie sich das auf dem Rasen darstellt. Bellarabi jetzt. Rudi. Ballbesitz bei Kramaric. Florian Niederlechner. Nein, kein Tor. Schöner platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. Niederlechner. Was für eine Szene. Toller Schuss mit ganz viel Gefühl, technisch brillant gemacht, aber eben kein Tor. Mein Gott, war das knapp. Für ihn ist das hier die Premiere, Buschi. Und wir haben es ja alle gelesen. Wir haben die Schlagzeilen gesehen. Die Erwartungen sind groß. Wie siehst du das? Sie wollten sich ja noch mal verstärken. Ein Flügelspieler sollte noch her und den haben sie jetzt. Und was für einen. Ein toller Transfer. Da haben sie sich einen Kracher geangelt. Jetzt ist er durch. Schön dazwischen gegangen. Jetzt Lukas. Sie verlieren den Ball. Viel mit Auge. Schade, Ball ist weg. Lukas. Sie haben Platz. Der Angriff könnte was werden. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Paulinho. Da dürfen Sie sich beim Keeper bedanken. Gut durchgesetzt, gefährlich. Jetzt der Ballverlust. André Kram. Das macht er gut. Oh, er trifft die Latte. Hätte vielleicht gefährlich werden können, aber der Ball ist erstmal weg. Wenn der reingeht, wenn der nicht am Alu landet, dann gehen Sie in Führung. Dann haben Sie alles im Griff. So ist weiter alles offen. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Nur noch der Torwart vor sich. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Ballbesitz verloren. Paulinho. Da zieht er ab. Der Torwart passt da auf. Ganz locker macht er das hier. Den Ball spielt er raus. Ja, da war noch einer dran. Gibt Ecke. Schauen wir uns noch mal eine Aktion von ihm an. Mit voller Kraft aus der Halbdistanz, aber leider zu unplatziert und drüber. Kurze Ecke.
Das macht er gut. Fängt diesen Ball ab. Paulinho. Und die Chance. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Wir schauen noch mal auf das Tor. Ausgangspunkt war der schöne Doppelpass. Und dann ein glückliches Tor. Den Ball hat er nicht gut getroffen. Hier noch mal dieser Treffer. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ah, das war halbherzig. Jetzt ist der Platz da. Das Tor! Und jetzt ist das Spiel wieder offen. Wir schauen uns die Wiederholung noch mal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Tor durch den Gastgeber. Die Nummer 11. Florian Niederlechner. Nelson Semedo. Gabriel Jesus. Und jetzt haben Sie den Ball. Paulinho. Gabriel Jesus. Schönes Zuspiel. Kramaric. Das war die Chance, Buschi, aber macht nichts draus. Nee, und den muss er machen. Das muss er cleverer lösen. Das kann er viel besser. Conte, Gabriel Jesus, Fred, N'Golo Conte. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Gute Position für diesen Freistoß, da muss die Abwehr hellwach sein. Sie bekommen den Eckball und die Chance zur Führung. Den hat der Torhüter gut pariert und wieder mal seine Klasse auf der Linie bewiesen. Und jetzt sehen wir es nochmal in der Wiederholung. Der Versuch war gut, aber der Keeper war auf dem Posten. Richtig gut geschossen, aber noch besser gehalten. Jetzt die Ecke. So, Situation bereinigt. Jetzt der Ballverlust. Paulinho. Das ist Oscar. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Fritz. Conte am Ball.
Paulinho. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Kein schlechter Versuch, dieser Freistoß, aber einfach nicht gut genug, um den Mann zwischen den Pfosten zu überwinden. Das war ein klasse Schuss und die Kollegen dürfen sich beim Torhüter bedanken, dass er das Ding verhindert hat. Eck in den Strafraum. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Guter Einsatz, er hat den Ball. Setzt sich klasse durch. Legt alles rein in diesen Schuss, aber am Ende ist es dann doch nicht präzise genug. Genau so ist es. Also ich glaube, ein Schlenzer wäre besser gewesen. Hübner. Pavard. Da verlieren sie den Ball. Kein Team hat bisher entscheidend die Nase vorne hier. Es steht zur Pause 1:1. Er hat bislang in diesem Spiel doch eine sehr durchwachsene Leistung gezeigt. Wie siehst du das? Also Wolf, noch ist das zu wenig für einen Spieler seiner Klasse. Sehr, sehr. Ja, Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Oscar am Ball. Da sehen wir Paulinho. Ballbesitz bei Kramaric. Die Chance! Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Guter Ball nach draußen. Florian Niederlechner. Karim Bellarabi. Er kann flanken. Ederson ist mit der Faust zur Stelle. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Schöner Kopfball, aber nicht das Tor. Ball geht haarscharf drüber mit ganz viel Pech. Der Ball segelt platziert in den Strafraum, aber dann fehlt es an der Präzision im Abschluss. Da hat er wohl zu genau gezielt. Die Gäste wechseln. Nicht mehr auf dem Platz, die Nummer 11, Gabriel Jesus. Neu auf dem Feld, die Nummer 16, Andrej Kramaric. Vorne der Ballgewinn. Den Zweikampf verliert er. Könnte der Ausgleich werden. Der Abschluss ist dann doch zu halbherzig, ne? Ja, da sagt der Torwart, vielen Dank, den hält er mühelos. Also da kann man aus der kurzen Distanz mehr draus machen. Fred. Kanté ist das. N'Golo Kanté. Da setzt er sich gut durch.
Der Abschluss war nicht präzise genug. Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei. Die Gäste wechseln. Das muss der Trainer jetzt versuchen. Sie sind in Rückstand und der neue Mann soll mithelfen, das Spiel zu drehen. Neu im Spiel, die Nummer 15, Kunde Malon. Pavard. Bellarabi. Das könnte die Gelegenheit geben. So, Gefahr ist erstmal bereinigt, ganz sicher geklärt. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Fred. Tolles Zuspiel. Da wäre Platz auf außen. Lange Flanke. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Es war eine richtig gute Gelegenheit, aber die Fahne ist eben oben. Jetzt ist er vorbei, schlecht verteilt. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Ederson ist da, das war eine wichtige Parade. Absolute Glanztat. Ecke kommt. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Flanke jetzt. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Wir bedanken uns auch heute wieder bei allen ehrenamtlichen Mitarbeitern. Vielen Dank. Ohne Ihren Einsatz, ohne Ihr Engagement wäre dieser Club nicht derselbe. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Bei dieser Mannschaft hat man einfach das Gefühl, es passt. Geht mir ganz ähnlich, Wolf. Da ist zusammengewachsen, was zusammengehört. Oh, viel Platz jetzt. Das macht er gut. Den Ball hält er fest. Schöner Pass. Die Gelegenheit. Wenn der reingeht, ist die Führung schon komfortabler, aber sie machen nichts draus. Und das wird sie ärgern. Jetzt müssen sie weiter aufpassen, denn es ist eine knappe Führung. Fred. Pierre Kunde Malon. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Sie bleiben bei ihrer Linie, lassen sich von diesem knappen Rückstand nicht irritieren. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Das ist natürlich ein guter Pass. Klasse gemacht. Der muss doch drin sein. Kein Tor. Das gibt's doch gar nicht. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Fred. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel.
So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was, Buschi? Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend. Und die Fans merken auch, dass jetzt noch mal Unterstützung gefragt ist. André Kramaric, Conte am Ball. Klasse Tackling. Vielleicht die Konterchance. Regulär sind es noch 7 Minuten. Sie kommen jetzt über außen. Chance zur Flanke jetzt. Wird das die Entscheidung? Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Vom Feld gegangen, die Nummer 19, Benjamin Hübner. Neu im Spiel, die Nummer 22, Antonio Rüdiger. Ecke kommt in die Mitte. Gute Parade. Karim Bellarabi. Das war Pech, das ist Abseits. Es gibt einen Wechsel. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Die Nummer 5, Benjamin Pavard. Neu auf dem Feld, die Nummer 20, Lars Bender. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Szene geht weiter. Nicht der Ausgleich. Ah, das wäre so ein wichtiges Tor gewesen, aber sie machen nichts aus dieser Szene. So, da wird es angezeigt. 4 Minuten zusätzlich sehen wir noch. Die Fans wollen hier keine Nachspielzeit. Die wollen den Abpfiff. Ball ist jetzt wieder weg. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Nelson Semedo. Das ist Oscar. Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Der Sieg geht hier an die Gastgeber. Tja, diesen knappen Sieg sehen wir mal, wie stark diese Mannschaft wirklich ist. Es ist gar nicht so leicht, so ein Ergebnis über die Runden zu bringen. Deine Meinung heute zu André Kramaric. Wie hast du ihn in dieser Begegnung gesehen? Starke Leistung. Auch wegen des wichtigen Tores.